Schön hier zu sein, nicht? Also jetzt ist ja bald wieder Ostern, nicht? Also da kommt der Osterhase. Ich habe ja selber eine Osterhasenfabrik aufgebaut als Nummer 1 in der Welt, nicht? Und ich habe ja selber, also ich habe schon gesucht in meinen 7 Millionen Hektar großen Grundstück in Kanada, habe ich im Garten schon ein bisschen Nesteln gesucht und ich habe schon eins gefunden. Und da tun wir mit dem Mitarbeiter, nicht? Tun wir immer Eier becken. Also ich habe immer alles gebackt, nicht? Also wenn was zum Becken war, dann haben wir mal nach dem Onkel Frank gerufen, nicht? Ich bin ja kein Schuldenmacher, ich back alles, nicht? Und da tun wir auch die Eier becken. Aber in meinem Nestel haben die Lauser von den Regierungsparteien haben die Farben reingetan. Das ist ja herrlich. Alle Regierungsparteien sind in meinem Nestel drin, weil jetzt ist ja bald wieder die Euwahl, nicht? Die EU-Wahl, meinen Sie? Die Euwahl ist, nicht? Und jetzt ist der Rote drinnen, nicht? Der Weimann, der Spindlinger, nicht? Der Dummeierbett, die hauen sich die Schädel ein, nicht? Und die BZÖ, die gibt es ja gar nicht mehr, die haben wir gleich zusammen da drinnen, nicht? Die Neons, das sind die, was die Röhren erfunden haben, nicht? Der Hubert Scholz, Holz, nicht? Der Stolz, nicht? Und die Grünen, die sind nicht Meister geworden heuer, nicht? Die haben auch von Salzburg haben den Schädel gekriegt, nicht? Der sind Zweiter in der Tabelle. Da muss man Geld hineintun. Und was ist mit den Blauen los bei der EU-Wahl? Jetzt haben sie den Willy Simski, nicht? Aber vorher war der Molzer. Bei dem Vater, der lief auch nicht bis ganz auf. Der hat ja unseren Fußballer verunglimpft, den Alibi. Alibaba, nicht? Nicht der, Alaba, meinen na, Sie? kein Araber, ein Österreicher war das. Die müssen auch gleich weg, nicht? So, und, jetzt, und die Ostern werden schön werden. Wenn man jetzt hat mal lauter kaputte Eier, weil die Eier legt ja nicht die Hennen, die legen die Eierbeeren. Habe ich auch selber Eierbeeren aufgebaut als Nummer 1 in der Welt, nicht? Und jetzt gehe ich noch ins Tierschutzhaus ein Palmkatzel retten. Das sind arme Viecher, nicht? Also frohe Ostern, nicht?